Als eine Art Abschluss der dritten Folge des Tutoriums schauen wir uns mal kurz im Serverraum um und dazu verlassen wir den CQP-Raum mit Exit und Enter, um in den Serverraum zurückzukehren. Technisch korrekt ist an dieser Stelle der Ausdruck Home-Verzeichnis und dass Sie sich im Home-Verzeichnis befinden, das sehen Sie hier an der Tilde mit dem Dollarzeichen. Den Serverraum kann man sich ja ein bisschen vorstellen wie ein Büro mit Ordnern und Dateien und auch hier navigieren und arbeiten wir mit Befehlen. Ein Teil der Befehle, die ich gleich illustriere, kennen Sie aus den letzten beiden Tutorials. Ein Teil ist ein bisschen anders. Das heißt, was Sie jetzt hier gleich sehen, müssen Sie nicht komplett verinnerlichen. Es soll lediglich illustrieren, dass die Logik, mit der wir uns in den vorangegangenen Clips in CQP beschäftigt haben, auch für die Arbeit in einer Serverumgebung gilt. Im Serverraum werden später die exportierten Dateien abgelegt, also Konkordanzen und Frequenzlisten, und können dort auch direkt weiterverarbeitet werden. Und alles, was Sie zu dieser Weiterverarbeitung brauchen, das haben Sie sich schon in Ihr Home-Verzeichnis kopiert, als Sie dieses Shell-Skript ausgeführt haben, was die CQP-Einstellungen gesetzt hat. Wenn ich also wissen möchte, was in meinem Home-Verzeichnis alles so rumliegt, dann brauche ich natürlich einen Befehl, der mir so eine Übersicht geben kann. Und in CQP war der Befehl Show Corpora oder Show Queries. Und in dieser Unix-Umgebung, in der wir uns jetzt befinden, ist der Standardbefehl, um sich Dateien und Ordner anzeigen zu lassen, nämlich ls für List, also listet Dateien und Ordner. Und in der einfachsten Version nimmt er auch keine Argumente, sondern listet jetzt hier alle sichtbaren Dateien und Ordner auf, die in Ihrem Home-Verzeichnis liegen. Das heißt, das werden jetzt in diesem Fall diese drei Elemente sein: cwbclean.pl, cwbcleanfrex.pl und public.html. public.html ist ein Ordner, den können wir erstmal ignorieren. Die beiden anderen Elemente sind Aufräumdateien oder Aufräumskripte, besser gesagt, die uns hinterher die Konkordanzen und Frequenzlisten ein bisschen aufräumen werden. Ein relativ willkürlich ausgewählter Befehl ist jetzt zum Beispiel der Echo-Befehl. Der nimmt als Argument ein String in Anführungszeichen und sagt im Prinzip der Shell nichts anderes als gib mir zurück, was zwischen den Strings steht. Und genau das macht die Shell, wenn ich Enter drücke. Gib mir also den Inhalt dieses Arguments zurück. Ich kann mir diesen Output auch in eine Datei umleiten. Das heißt, so wie ich es eben gemacht habe, gibt er mir den Inhalt auf den Bildschirm zurück. Ich kann aber auch sagen, leite mir den Inhalt in eine Datei um. Und in dem Fall kann ich sie jetzt auch nennen, wie ich möchte. Hellofile.txt. Drücke die Enter-Taste. Dann erscheint der Output nicht auf dem Bildschirm, sondern wird direkt in eine Datei umgeleitet. Und dass diese Datei tatsächlich jetzt existiert, das können wir nachprüfen mit ls und sehen, dass diese Datei hier vorhanden ist. Ich kann mir den Inhalt dieser Datei auch am Bildschirm ausgeben lassen und dazu verwenden wir einen Befehl, den wir auch aus CQP kennen, nämlich cat. Da haben wir ja gesagt, cat nimmt als Argument den Namen einer Variablen oder eine Anfrage, die ich nochmal ausdrucken will. Und in diesem Fall ist es nichts anderes, denn das Argument hier ist die Datei, deren Inhalt ich mir auf dem Bildschirm anzeigen lassen möchte, nämlich hellofile.txt. Drücke Enter und dann sehe ich den Inhalt dieser Datei, der mir hier am Bildschirm ausgegeben wird. Ich kann die Datei auch löschen und dazu verwende ich einen Löschbefehl rm für remove und dieser Befehl nimmt als Argument auch wieder das Element, was gelöscht werden soll, nämlich hellofile.txt. Drücke die Enter-Taste, prüfe, ist die Datei noch da? Nein, sie ist weg, sie ist gelöscht. Allgemein sollte man vielleicht mit dem Befehl rm etwas vorsichtiger umgehen, denn anders als Sie es vielleicht von Ihrem PC gewohnt sind, werden Sie hier nicht gewarnt, wenn irgendwas gelöscht wird. Das heißt, es kann unerwünschte Nebeneffekte haben, wenn man damit etwas zu sorglos umgeht. Das Schöne ist jetzt, dass die Arbeit in einer Umgebung, die nur Tastaturbefehle kennt und keine bunten Bildchen und Grafiken hat, dass die am Anfang etwas ungewohnt ist, dass sich die Logik aber an sich durch die ganze Arbeit in diesem Tutorium ziehen wird. Das heißt, es endet im Prinzip mit der Arbeit in einem sehr mächtigen Statistikprogramm, was genau dieselbe Logik hat aus Befehl und Argument. Das heißt, die Umstellung ist jetzt vielleicht etwas ungewohnt, wird sich aber lohnen und nicht nur für die Arbeit mit CQP, sondern für eine ganze Reihe von sehr mächtigen und wichtigen Computerprogrammen.